Und damit herzlich willkommen zu Factorio. Ja, was ist heute das Thema? Und zwar ist heute das Thema Wissenschaft und die grünen Tränke bzw. Wissenschaft Pack Nummer 2. Ja, wie ihr seht schon, sind sie hier bei mir angekommen. Aber bevor wir da hinausgehen, will ich euch Kleinigkeit zeigen, die ich in der Zeit gemacht habe. Und zwar mache ich hier unten derzeit die Erze, beziehungsweise die Erzvorkommen hier weg. Weg. Damit ich allerlei Kram zusammenbekomme. Jetzt kann ich das mal hier umschalten. Der hat jetzt auch nicht mehr viel. Wir haben jetzt sozusagen 12.000 noch, die er noch abarbeiten muss. Dann ist dieses Jahr auch weg und ich kann dann wieder alles abreißen. Habe hier mittlerweile 15 Öfen stehen, die das ganze Eisen wegbrennen. An den ganzen Stellen hier. Hier kommt mittlerweile nichts mehr hin, weil der Nachschub langsam immer weniger wird. Wie ihr seht. Jetzt, hier sind schon die drei Öfen aus. Der eine ist hier unten auch schon komplett aus. Der ist auch leer, das ist super. Oh, den muss ich ausmachen hier, sonst macht er uns nämlich alles weiter. Das wollen wir ja nicht. Jetzt kann ich dich eigentlich mal drehen. Und kann mal das schon mal so wegnehmen. So, jetzt haben wir noch hier unten eine Erzfördermaschine. Seht ihr auch, so langsam bauen sich alle ab. Nur 200 Einheiten hiervon. Der hat jetzt auch noch so 2000, 4000. Ich werde jetzt nach und nach immer nach oben verschieben, so versetzen, damit ich die ganze Kohle hier wegbekomme. Die wird dann eingelagert irgendwann in ein großes System, was ich ungefähr entweder hier machen werde oder hier oben, weil ins Grüne weiß ich noch nicht. Da muss ich auch mal gucken, weil ich noch Radareinheiten aufbauen wollte. Denn unsere erste sozusagen Einheit hier oben, die wir bekämpfen können, ist hier oben in der Ecke. Mit den Monstern bisher habe ich, glaube ich, da unten ist noch was. Da ist ein kleiner roter Punkt, sehe ich. Da scheint auch noch was zu sein. Ich werde aber dann ein Radar dafür aufbauen. So, unsere Produktionsstraße habe ich ein bisschen erweitert. Mit einem zweiten Zahnrad. Beziehungsweise eine zweite Zahnradmaschine. Nebenbei lasse ich noch ein bisschen Munition produzieren. 2200 Munition habe ich schon. Wie gesagt, ich lasse es derzeit hier über Nacht immer laufen, weil es frisst auch kaum Leistung oder so. Ich lasse es halt nebenbei laufen, weil es sehr, sehr entspannt ist. Hier habe ich dann noch die Produktionsstätte einmal für die Greifarmen gebaut, die wir für brauchen, und die für die Fließbänder, damit wir unsere grünen Tränke herstellen. Ihr seht, es ist ein bisschen kompliziert aufgebaut, beziehungsweise es ist nicht kompliziert aufgebaut, sondern halt grob aufgebaut. Man kann es natürlich vereinfachen, dass man zwei beide auf einem Band macht. Möchte es aber gerne so haben, weil ich dann ab und zu mal ein paar Bänder rausnehmen kann oder ein paar Greifarme zum Weitercraften, weil ihr seht, ich habe ja massiv. Massive Greifarme hier noch unten drin. Die können weg nachher. Die brauche ich hier nicht. So, hier habe ich noch nebenbei eine kleine Kabelproduktion aufgebaut. Schon mal so einen Ring, den ich immer gerne mache, damit ich zwei Ringe habe, wo ich produzieren kann. Hier nimmt er von beiden Seiten aus, damit beide Linien bepowert werden. Und das ist halt das Kupfer, was hier derzeitig in Massen ist. Ihr seht schon, die Kisten sind komplett voll. Das heißt, 32.000 Kupferplatten sind fertig, hier kommen schon die nächsten, hier sind die ersten vier Kisten voll, die nächsten folgen auch gleich soweit, wie ihr seht. Und es ist schon sehr, sehr viel, was ich da produziere. Denn das kommt nämlich alles von hier hinten. Und hier will ich die ganze Mine ausschöpfen. Wie ihr seht, laufen sechs Bohrer und nehmen langsam auch die Fahrt ab, dass sie kein Material mehr haben. Wie gesagt, das wird jetzt in der Laufzeit halt ein bisschen ändern, dass halt komplett Material weg ist. Ihr seht meine große. Großen Turbinen. Ich mache immer gerne drei Heizöfen und zwei Dampfmaschinen. Das ist immer optimiert, finde ich. Das passt. Da hat man keinen Stress. Man kann, glaube ich, noch ein drittes machen. Bräuchte aber dafür einen vierten Brennofen noch. Das möchte ich halt nicht haben, sondern es passt eigentlich sehr gut. Drei Öfen, zwei Maschinen. Da kommt eigentlich die Temperatur sehr hoch und man sieht ja, die Leistung schwankt ein bisschen ins Niedrige. Aber hier sind noch vier Eisenminen. Ich will nämlich dieses hier auch wegmachen, dieses Feld, weil ich noch hier viel bauen möchte. Und oben nur noch. So, aber in der Zwischenzeit können wir schon mal gucken. Ich habe hier unten ein bisschen geforscht. Das sind alle Forschungen, die wir nur mit roten Tränken machen können. Die nächsten Tränke sind, also die nächsten Forschungen sind alles mit den roten und grünen Tränken, wie ihr sehen könnt. Und was ich gerne machen möchte, ist der Hochofen, damit halt mehr gebrannt werden kann und ich die Produktionsstätte noch verkleinern kann. Aber dafür bräuchten wir auch später noch die Schienen hier. Dieses hier. Dafür benötigen wir das. Und dafür benötigen wir diese Dinger.
Das haben wir hier. Und dann würde ich sagen, machen wir die Fließbänder als erstes, damit ich halt schnellere Fließbänder haben kann und sie dann auch schon umarbeiten kann dafür. Hier oben ist auch noch, wie gesagt, hier oben ist die Mine. Die läuft tatsächlich auf Stahl. Stahl ist komplett ausgelastet und deswegen will ich auch mehr produzieren hier oben. Seht schon, 3200 Stahl ist fertig. Wollte mir jetzt noch eine Kiste holen. Und was hier hinsitzen. Dafür bräuchte ich aber mal Stahl. Ich gerne eine Stahlkiste machen möchte, die ein bisschen mehr lagert. Die lagert, glaube ich. Was lagert die denn? Das Doppelte. 200 Maximum, ne? Das 32-fache und das 48. Also die beiden, eine Holz- und eine Eisenkiste zusammen ergeben eine Stahlkiste. Und das ist sehr, sehr viel Material. Das kann ich später unten noch austauschen noch. Damit halt die da unten auch noch ein bisschen mehr lagern können. Hier habe ich noch eine Zwischenkiste für Eisenplatten, damit ich was zwischendurch rausnehmen kann. Und das ist eigentlich das Häufigste, was ich hier haben kann. Was ich jetzt gerne machen würde, ist einmal kurz speichern. Machen Sie auf dem Let's Play-Ding. Seht ihr, ich habe da Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, weil ich das für meine Speicherstände habe. Wir haben hier unten Wurm und zwei von den Dingern. Ich glaube, wir könnten das schaffen. Ja, das könnte machbar sein. LOL! Okay. Laden. Ding habe ich ausgewählt. Die kleinen Viecher haben wir jetzt weg. Jetzt muss ich schnell noch mein Leben und ich habe keine Eisenplatte, deswegen. Deswegen halt die so wenig aus. Was jetzt schon wieder so welche Mistviecher. Die spawnen schnell nach, wie ihr seht. Und ich kann hier eigentlich ganz gemütlich vorbeigehen. Ja. Ohne dass das gemacht wird. Hier ist ein kleiner Wurm noch mitten drin. Und so sieht das halt aus hier, das Ganze. Bisschen ekelhaft, aber was ich halt sehe, ist hier halt sehr, sehr viel Eisen, was halt wieder sehr viel in die Produktion reingeht. Aber auch irgendwann dazu benötigt wird, dass ich Schienen brauche. Und darauf werde ich jetzt hinausarbeiten, auf die Schienen. Und werde mich da ein bisschen mit austüfteln. Jetzt wollen wir vielleicht eine. Ah, wir nehmen eine Eisenspitzhacke. Geht ein bisschen schneller. Können wir das ganze Holz mal eben hier wegflügen. Und dann gehen wir auf die Schienen hinaus und dann gehen wir auf die Produktion von den nächsten Tränken, beziehungsweise schon mal auf die nächsten Schritte zu, die uns natürlich dann angezeigt werden, was wir davor produzieren müssen, was wir dafür brauchen für das Ganze. Und es ist nur das Feld. Ne, hier haben wir mal Kohle. Ich brauche auch so Steine. Ich glaube, da unten sind welche. Auf mal eben hin. Hier sind Steine, oder? Täuscht das nur? Nee, das ist nur Gras. Oh, da ist eine große. Da ist viel Monsterwirrwarr, sehe ich gerade, oder? Ja. Hier sind einige Viecher. Aber einige. Die könnte man vielleicht versuchen, dass man die von der anderen Seite kriegt oder so. Dass man sich ein bisschen einbuddelt. Wenn man mal hier rüber geht. Weil wir können ja hier über die Insel gehen. Oder? Können wir nicht? Wir kommen nicht drüber. Boah, Betrug. Das ist Betrug. Obwohl, wir müssten eigentlich rüberkommen. Denn der. Ne. Wir kommen da nicht hin. Nein. Ja, hier ist ein bisschen. Bisschen Eisen, sag ich mal, ne? Wo man jetzt zwar ein bisschen was machen könnte, aber sonst. Ein bisschen schade eigentlich, dass man da nicht hinkommt. Forsche jetzt noch mal ein bisschen so die Welt. Was halt viel, was halt wenig ist, sind halt so Steinminen. Die fehlen eigentlich so, wo man richtig viel Stein abernten kann. Ich weiß nicht, wie man diese Steinfelsen kaputt kriegt. So kriegt man sie auf jeden Fall nicht. Vielleicht gibt es irgendwas später, was man damit nutzen kann. Ich kann sie so auf jeden Fall nicht abarbeiten. Vielleicht später mit Robotern oder so. Ich habe ja noch nicht viel mit dem. Mit dem anderen Zeug gemacht, also mit meinem anderen Spielstand und da ist ja auch noch viel zu tun. Und wie ihr seht, unsere Produktionsstätte ist hier und die sind mittlerweile die größten Vorkommnisse in der Nähe. Hier oben noch. Das geht eigentlich nur, obwohl ich das gerne auch mit Schienen machen möchte. Und möchte hier später in dem Abschnitt oder hier in dem oberen Teil, eher so hier in dem Teil,
eine Produktionsstätte dafür bauen. Und das könnten wir eigentlich schon mit anfangen, dass sie sozusagen große Maschinen bauen und vielleicht jetzt noch ein paar Labore. Ich halte doch das Maul. 1, 2, 3, ich hole glaube ich noch drei Labore und mache. Ah, ich habe zu wenig, was fehlt mir denn? Kupfer bestimmt, ne? Ja, ich nehme nur zwei intelligente Arme mit. Braucht man nämlich, weil nämlich intelligente Arme kann man nämlich so einstellen, dass sie ein bestimmtes Item von einem Fließband nehmen, wo zwei Items draus sind. Und das mache ich nämlich mit den Tränken, dass ich oberhalb und unterhalb der Labore die Tränke laufen lasse und einmal zwar die roten und grünen und die blauen und lilanen im späteren Verlauf und die werde ich dann sozusagen auf die Schiene setzen, beide, und werde sie damit den intelligenten Arm rausholen. So, jetzt holen wir mal ein paar Eisenplatten raus. Fehlen noch was? 1, 2. Ein paar Labore braucht natürlich auch noch ein paar Greifarme. Einmal pro Labor brauchen wir vier Greifarme, damit wir damit arbeiten können. So, dich dahin. Den machen wir nicht, ihr seht schon. Grün und rot nehmt ihr vom Fließband. Hier oben kommt dann halt, wie gesagt, dann das andere noch hin. Das könnten wir eigentlich auch schon mal so ein bisschen vorbereiten. So, dass wir dann halt später hier so lang laufen, dass sie halt da lang laufen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt von der Seite kommen oder von dem Gebiet, aber ich glaube eher von hier, weil ich hier viel produziere. Und hier will ich alles verschmelzen, die ganzen Schienensysteme hinbauen. Und alle Items von hier nach darüber schicken, hier produzieren und wieder zurück auf die Labore. So, wie immer, mit dem Strich nach unten hin. Jetzt müssen wir einstellen, okay, du kriegst die grünen Tränke und du kriegst die roten Tränke. Jetzt holen wir unser nächstes Labor, einmal da und da noch ein Labor hin. Und würde dann sagen, oh, mir fehlen zwei Stück. Produzieren wir nochmal eben. 1, 2. Können wir auch einstellen. Einmal rot. Und einmal grün. Wie Sie gesagt, man sieht auch, man kann halt mehr einstellen. Hier zum Beispiel Raketentreibstoff, Raketensteuer und sowas. Kann man alles einstellen, was man halt haben möchte. Oder hier oben frohe Fische oder hier Alien-Artefakte, was halt von diesen Dingern kommt. Holz, Holzbretter, bla bla bla. Was man so alles braucht, ihr seht ja. Ist auch viel, viel was. Was vor Exoskelette, Raketensilo, Tore, Geschütze. Hier. Rohr. Eigentlich alles, was man so braucht. Jetzt fehlt noch der zweite. Zack. So, hier sagen wir auch wieder. Na, da, grün. Und der rot und grün. So, jetzt produzieren natürlich vier Stück mehr als einer die ganze Zeit. Und das werde ich jetzt halt auch noch wieder laufen lassen, bis ich viel geforscht habe, werde dann wieder was vorproduzieren, ein bisschen was umarbeiten, weil ich halt später diese Hochofen baue mich. Das heißt, meine Ofenproduktion wird weniger, werde mich ein bisschen erkunden und ein Radar noch aufbauen. Ich weiß gar nicht, kann ich das schon bauen eigentlich? Da, klar, zwei. Machen wir zwei Radar auf, komm. Denn nämlich Radare machen das, was wir eigentlich sonst auch machen, die erforschen für uns die Umgebung. Und zwar fällt Feld und dann werden wir irgendwann auch Steinfelder sehen, weil ich brauche halt die solche ja, gräulichen Punkte. Hier ist auch noch was, wie ihr seht. Hier ist noch was, da ist glaube ich eine kleine Produktion von mir. Müsste ich gleich mal schauen. Ich glaube, da habe ich eine kleine Produktion aufgebaut. Und die machen das gleiche wie wir. Die forschen einfach nur. So, wo sind sie jetzt? Irgendwo forscht einer. Ich glaube, da unten, ne? Mal gucken, wo gleich das erste Feld auftaucht. Also entweder unten links oder irgendwo rechts seitlich. Das erste Feld müsste gleich auftauchen. Ah, da im Wasser sind zwei aufgetaucht. Da sind zwei hingekommen. Die erforschen uns für uns alles. Und bis wir dann irgendwann große Minen haben. Man braucht viele Schienensysteme, was hier sehr, sehr spannend nachher wird. Wo man viel mit Schienen aufbauen kann. Da werde ich so eine Art Güterbahnhof reinmachen. So wird es mit mehreren Eingängen. Und dann werden dann direkt die Schmelzen sein. Und direkt die verarbeitenden Produktionsstätten. Oh, Stein ist. Oh, Stein wurde umgearbeitet. Okay, dann machen wir zwei Stahlkisten. Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich hatte noch 700. Ja. Hat noch ein bisschen Zeit, aber weg ist weg. Jetzt glaube ich am besten, dann ist dieses Steinfeld auch weg. Und wir können uns auch in der späteren Zeit was Neues suchen.
da oben ist noch was, die sind so kleine Punkte zwischendurch mal. Hier ist ein großes Feld mit Öl, da gehen wir mal hin. Das wirklich so riesengroß ist. Und dann später unsere Ölproduktion vielleicht hinmachen, oder? Ich werde da Öl wegholen. Hier ist auch Wasser in der Nähe, ne? Ja. Ich glaube, ich werde jetzt mal gleich noch ein bisschen Wald roden. Also, dass ich den Wald hier wegbekomme. Und werde hier später meine Ölproduktion machen, beziehungsweise ich werde das Öl hier produzieren. Alles auf Rohre packen. Und dann mit den Zügen hochfahren, da verarbeiten. Oder mit drei Zügen hochfahren, weil man kann es ja auch von hier unten verarbeiten, hochfahren und oben weiterverarbeiten. Das werden wir aber beim nächsten Mal sehen, wenn alles soweit ist. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat dir gefallen. Denkt dran, es ist kein Let's Play, es ist eher so ein Let's Play Tutorial, also ein Let's Tutorial eher gesagt, weil ich euch nur zeigen möchte, was man damit macht. Oh, wir haben was Neues erforscht. Wir werden mal die Hochöfen machen und werde euch dann viel zeigen, was man und was man machen kann, wie man wissen, was man machen kann. Euch so Grundlagen aufbauen. Also ich mache nichts Kompliziertes, das heißt nicht, ich mache so verstrickte Ecken darum, 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 sondern ich mache es ziemlich einfach und dafür brauchen halt viel Platz und den Platz nutze ich auch sehr gut aus. Und wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, bis dahin, euer FlashJP. Tschüss.